Ich so, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir sind gerade auf der PlayStation 4 von mir. Yay. Sag mal, kommt da gerade gar kein Ton? Im Menü? Bist du da in dem... Ach so, da kommt nur das. Okay, es ist keine Hintergrundmusik da. Oh, das ist aber schade. Weil an sich... Schade. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich möchte schnell erklären, worum es hier geht, während das Spiel gestartet wird. Und zwar, wir spielen hier... Ja, da müssen wir jetzt drauf warten. Und zwar, folgende Situation. Ich habe heute mal in der Videothek Bloodborne ausgeliehen. Für meine PlayStation. Und, ja, wir werden jetzt sehen, dass wir das Wochenende so einiges an Spielzeit darin versenken. Beziehungsweise nicht ich selber spiele es, sondern meine reizende Nicht-Assistentin, weil ich bin jetzt eher der Assistent, die Spielerin Kira. Hi, ich versuche mein Bestes. Genau, so und jetzt ein bisschen Hintergrundwissen. Ich bin ja Berliner und Kira nicht. Kira wohnt... Hey. So ziemlich Luftlinie über 200 Kilometer von mir entfernt. Spielt aber per Remote Play auf meiner PlayStation. Yo. So. Und ich habe mir gedacht, allein, dass das schon geht, ist lustig. Und es gibt ja auch so PlayStation Now und sowas. Und ich habe mir gedacht, wirklich, also... Oh. Oh. Neues, nee. Jetzt hast du deinen gerade erstellten Charakter... Kannst du da wieder raus? Drück mal irgendeine Beliebig-Taste. Ah, nee. Achso. Ich hab übersprungen. Oh, nee, dann hast du ein neues Spiel angefangen. Alles gut. Ja. So, jedenfalls, du darfst dir jetzt Zeit lassen, den zu erstellen. Dann kann ich erklären. So, ja. Ich habe jedenfalls mir eine kleine Wette ausgedacht. Ich habe nämlich aus irgendeinem Grund mehr als eine PlayStation 4. Und wenn Kira es schaffen sollte, nach gewissen Reglementierungen... dieses Spiel mit Remote Play durchzuspielen, dann ist das eine ziemliche Leistung in meinen Augen, weil Remote Play über 230 Kilometer ungefähr muss ja sicherlich ein bisschen was an Input-Lag erzeugen. Und wenn sie es trotzdem schafft, Bloodborne durchzuzocken in, wie gesagt, gewisser Reglementierung, auf die ich dann noch eingehe, dann... hat sie sich echt eine PlayStation verdient. Und deswegen, also ich hoffe, also ehrlich, ich kann es mir aus irgendeinem Grund leisten und manche mögen es als verrückt ansehen, aber ich denke mir, also das sollte man honorieren, beziehungsweise ich möchte es einfach auch mal sehen. Jemand anderen bei diesem Spiel verzweifeln sehen. Ja. Und das sogar noch im so gesehen Hard Mode. Weil halt über Remote Play gespielt und nicht auf der eigenen Konsole. Darf ich kurz mal zwischenfragen? Ja. Wo genau liegt hier der Unterschied in dem Zeug, außer von den Stats her? Es sind die Stats tatsächlich einfach bloß und die Stufe. Also wenn du jetzt nichts nutzt wärst, könntest du die ersten, also könntest du 6 Punkte selber vergeben, die hier, ja. Okay. Aber ehrlich gesagt, du kannst dir natürlich auch einfach so... Also am Ende ist es egal, weil wenn du erstmal ein paar Level gelevelt hast, dann ist das sowieso... Also ich sage mal, je nachdem, auf welche Stats du gar nicht gehen möchtest, könnte es sinnvoll sein, etwas zu nehmen, was diese Stats überhaupt nicht... Oh wow, jetzt fängt das Gelege wieder an. Nice. Oh. Ja, und das ist noch eine Schwierigkeit. Jedenfalls, die Regeln sagen auch, sie muss nicht jeden Boss oder sowas killen, sondern einfach nur bis zum Ende kommen, aber bis zu dem eher geheimeren Ende. Das Ende, was man nämlich bekommt, wenn man, ja, also den optionalen End-End-Boss-Kampf soll sie halt auch schaffen. Aber ansonsten ist sie nicht dazu verpflichtet, irgendwelchen Bonus-Content oder gar DLC-Zeug zu machen, sondern einfach bloß sich durch, naja, die mindestnötige Anzahl an Bossen zu metzeln, um am Ende, ja, diesen Endkampf machen zu können. Leute, die das Spiel kennen, wissen wahrscheinlich, welche Art von Endkampf ich dann meine.
Jedenfalls, ich bin echt gespannt, wie du dich anstellen wirst. Ich werde auf jeden Fall nicht viel rumschreien und überhaupt nicht viel in Panik geraten. Ich muss ja echt sagen, ich habe das Spiel ja selbst durchgespielt. Okay, ich bin gerade momentan noch bei den letzten zwei Bossen. Oh, Arme. Warte. Ich will Panzerarme. Oder beziehungsweise so. Was passiert? Hä? Panzerarme? Ich dachte, sie wären dicker, aber irgendwie sehe ich hier nicht, dass hier irgendwas passiert. Nee, ich sehe auch nichts. Vielleicht liegt das an den Klamotten. Ach Mann, egal. Egal, Hauptsache erstmal so viel wie möglich. So, warte, jetzt die Beine ganz kurz. Das erkennt man dann aber, glaube ich, da das dann Unterschied passiert. Oder auch nicht. Also irgendwie... Nee, irgendwie nicht. Nö. Ach Mann. Da passiert gar nichts. Ach, du kannst übrigens auch um 10 ändern, wenn du L1 und R1 benutzt. Was kann ich? Um 10 ändern steht da. Also um 10 höher oder um 10 weniger. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Mhm. Oh Gott. Okay, jetzt. Moment. Perfekt. Hm. Gibt's noch irgendwas dazu, der ganzen Sache erstmal zu sagen, die Leute drauf einzustimmen? Also, ich spiele dieses Spiel, wie gesagt, gar nicht. Sie spielt das Spiel, macht das über Remote Play. Yay. Über, wie gesagt, mehr als 200 Kilometer Entfernung. Ich habe es übrigens auch schon mal bei einem Kumpel probiert, der 400 Kilometer weit entfernt wohnt. Das funktionierte schon nicht mehr. Also Remote Play ist schon etwas begrenzt, aber ich find's cool, dass es überhaupt so weit geht schon. Rückenfarbe. Was? Ja? Nasenrückenfarbe. Ja, okay. Also wer von euch da irgendwelche Veränderungen sieht? Oh ja, die Wangenfarbe habe ich jetzt gesehen, wenn die so rot werden. Ja gut, das sehe ich tatsächlich. Rote Rotkäppchen-Bäckchen. Lachfältchen, oh ja. Los. Oh. Ah, gib mir die Hacke. Ja, also ich werde diese Lachfältchen auch bekommen vom vielen Lachen darüber, wie du... Oh, jetzt hast du ja Gesichtsvorgaben genommen. Jetzt hast du keine Lachfältchen mehr. Oh, nein, verdammt, das wollte ich nicht. Ah, okay, es ist wieder da. Scheinbares Alter, so alt bist du noch gar nicht. Oh Gott! Was? 100 und... Was? Oder? Ist damit jetzt ein Wert, ein fiktiver Wert gemeint, oder ist das ihr tatsächliches Alter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das bei Bloodborne aussieht, aber... Ich bin süße 135, das ist doch noch jung. Weiß ich nicht. Also wenn es danach geht, wenn man dein Alter eintragen würde, dann wäre das voll jung. Gesichtsästhetik, aha. Männlich oder feminin? Mann! Nein! Okay. Nein! Was? Willst du wirklich so ein Charakter, der aussieht wie... Irgendwie habe ich wirklich... Wie gesagt, ich sehe an sich sonst irgendwelche Comic-Page Veränderungen. Also machen wir sie jetzt einfach betont hässlich. So. Ach, übrigens, für alle Zuschauer, die das gerade jetzt nicht so spannend finden, wir haben auch ins Reglement, wir haben auch ins Regelwerk einen Passus aufgenommen, Passus ins Regelwerk aufgenommen, dass nicht mehr als 2 Stunden für die Charaktererstellung benutzt werden dürfen. Okay. Alles klar. Oh Gott. Oh, edgy. Ja. Kann ich die... Oh, ich kann die drehen. Yay. Mehr gibt's nicht. Oh, Mann. Na, was nimmst du dann? So wenig Auswahl. Okay. Nehmen wir den. Oh, lol. Hey! Du musst es schon bestätigen mit hab X. Hab ich doch. So, danke. So. Wir sind die schönste Frau aller Zeiten. Oh Gott. Die sieht aus wie ein Mann mit Brüsten. Oh ja. Augenbrauen, oh Gott. Bart. Okay, warte. Kann ich? Gott sei Dank. Nee, das Spiel lässt es gar nicht erst zu. Okay, Wimpern. Warte. Krieg ich das hin? Oh. Ja, okay, man sieht tatsächlich... Gott sei Dank sieht man das Gesicht im Spiel so gut wie gar nicht. Gesicht so selten. Oh Gott. Warte mal. Stand da gerade Wimpernfarbe? Da stand Wimpernfarbe. Kann ich die...
schade. Ja, kannst du schon. Also, wenn du. Ja, aber man sieht's nicht. Um 10 erhöhen und so. Ach so. Okay. Naja, gut, nein. Eigentlich möchte ich nur noch so eine richtig krasse Nase. Das weiß ich, dass das hier irgendwo geht. Nase. Gesichtsform, ja, ich weiß, oder die Züge? Nase so richtig blöd anpassen kann. Eine Pinocchio-Nase. Ja. Da ist sie. Nase. Na, jawohl. So. Du kriegst einen richtigen Zink. Du bist gemein. Doch. Ah. Ja. Siehst du, das ist eine wunderschöne Nase. Ich liebe sie. Ah. Und Leute, wie findet ihr sie? Also ich würde sie ja glatt behalten. Sie kann bei mir bleiben. Die kann einziehen. Also ehrlich gesagt, ich bin ja sowieso nicht so, also ich lege zwar, wie soll ich das sagen? Ich versuche gerade meinen nächsten Satz so zu formulieren, dass auch meine Freundin ihn hören könnte. Oh Gott, guck dir diesen Zink an. Ich meine, ich habe eine wirklich sehr hübsche Freundin, aber ich würde jetzt nicht von mir aus so viel Wert auf Äußerlichkeiten legen. Da ich aber eine Freundin habe, würde ich die definitiv von der Bettkante stoßen. Warte, Nasenlöcher? Moment, kann ich die... Oh Gott. Nasenlochgröße, oh Gott. Das ist... Wow. Du kannst sie auch eng oder weit oder wie die Nasenlochweite. Ich würde weite Nasenlöcher nehmen. Ich bin Shark, Woman, irgendwas. Wir müssen ja auch irgendwie wir brauchen ein Wiedererkennungsmerkmal. Also wenn das nicht unsere Nase ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, also wirklich. Also vor allem könnte diese Nase im Kampf sogar nützlich sein. Kopfstoßattacke, boom, alle tot. Und was ist deine besondere Fähigkeit? Ich bringe Menschen um mit meiner Nase. Ich spieße sie auf. Oh, Tätowierung. Ah. Tätowierte Leute. Oh, Brille. Moment. Ja. Moment, ist die Nase kleiner geworden? Nein, gut, das sieht, wenn die so mittig ist, sieht das gar nicht so schlimm aus. Was ist... Okay. Cyberpunk oder so. Sehr interessant, ich bin für die. Ja, die habe ich auch genommen bei meinem Charakter, die ist einfach hübsch. Und du kannst die Brillenfarbe ändern, sodass das Glas ganz anders aussieht. Ich habe die, glaube ich, in Purple, also lila. Oh, Türkis. Oh ja, perfekt. Pink. Oh nein. Oh, jetzt nicht mal gespeichert. Moment, ich krieg das hin. Konzentrieren. Ja, Lila. Ich will mein Pink wieder. Ah, Pink. Zu viel Blau drin? Ja. Noch ein bisschen Blau Rot. Weg? Ja, genau. Oder Rot dazu, genau. Ja, das wird sehr hautfarben. Ja, Dammt. Nee, dann ein bisschen Grün weg? Ja. Ja. Perfekt. Ah, wunderschön. Wunderschön. Ich bin die schönste Frau aller Zeiten. Mit der größten Nase aller Zeiten. Okay, jetzt vorsichtig sein, wenn du das Ding nämlich auch als behalten willst. Speichern. Ja, mach ruhig. Okay. Okay. Perfekt. So, und jetzt einfach auf zurück, glaube ich. Genau. Und du brauchst noch einen Namen. Ah, jetzt kannst du aber nicht den nehmen, den wir vorhin schon mal überlegt Bist haben. Bist du dir sicher, dass ich das nicht kann? Du kannst schon. Nein, warte, nenn sie so, wie wir gesagt haben, bloß halt mit Petra statt Peter. Okay. Okay. Perfekt, das ist der beste Name aller Zeiten. Die Hacke Petra. Ja, denn ihre Hauptwaffe wird eine Hacke sein. Nein, keine Ahnung. So, was? Ach so, du hast Nichtsnutz gewählt. Willst du das wirklich oder willst du lieber... Wo kann ich das denn dazu? Herkunft. Mhm. Ach so, Herkunft. Ja. Also kommt drauf an, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder du sammelst also, einfach mit Waffen drauf. Ja, Nichtsnutz passt ganz gut, weil... Ich habe keine Ahnung. Und
Ja. Oh, in dem Spiel gibt es einen Boss, der heißt Living Failures. Okay. Und da haben auch in einem Forum welche drunter geschrieben, endlich hat mal jemand einen Boss von mir gemacht. Ich bleib dir nichts, das finde ich okay. Alles klar, okay, aber dann musst du halt ein paar Blutechos mehr farmen. Erstens, weil du am Anfang keine bekommst dazu. Und zweitens halt, um die 6 Level Unterschied auszugleichen. Okay, grausames Schicksal, noble Abstammung. Also, soll ich dir was zu den Blutechos sagen? Das sind sowas wie eine Währung und Erfahrungspunkte in dem Spiel. Ach so. Ich hoffe, du kennst dich ein bisschen mit Souls Games aus. Das ist da wie die Seelen. Ah, okay. Grausames Schicksal. Ja gut, so werde ich mich auch fühlen. Was kriegst du dadurch? Okay, Blutfärbung ist wenig. Das heißt, wenn du jetzt drauf aufbauen willst, dann würdest du zum Beispiel deine Schusswaffe jetzt nicht so... Die würde dann ein bisschen weniger Durchschlagskraft haben. Also ich kann dir gerne mal die ganzen Sachen erklären. Vitalität ist natürlich deine Lebensenergie. Dauerhaftigkeit ist deine... Erstens mal Resistenz gegen Gift und deine Ausdauer im Sinne von wie lange du schnell rennen kannst, wie viel du ausweichen kannst, wann, also wie oft du zuschlagen kannst, bevor du dann erschöpft bist. Stärke dürfte klar sein, Waffen skalieren mit Stärke, skalieren aber auch Waffen mit Geschick zum Beispiel. Und Arkan bedeutet, dass du zum Beispiel schneller Sachen finden kannst bei Gegnern, wenn die tot umfallen. Aha. Und ich sage mal, es gibt auch Sachen, die Arkan-Schaden machen, also so Zaubersachen. Oder Blitzschaden oder Feuerschaden, ich glaube, das zählt da auch drunter. Ja. Also so eine Sachen skalieren damit. Ich hätte ja am liebsten noch so richtige Mördertitten verpasst, aber man sieht's halt. Nicht. Da hat's bei mir geklingelt, ist aber bestimmt nicht für mich. Okay, ignorieren wir's. Ist okay. Weiß ich nicht. So. Kannst ja mal gucken, ob du bei Aussehen noch irgendwo Titten machen kannst. Ja, es ging, aber ich habe keinen Unterschied gesehen. Körperbau nochmal. Mal gucken. Mach nochmal auf Körperbau. Dünn? Was ist das? Ah. So, und dann. Kräftiger Oberkörper. Ja, aber Brust. Also, ich hatte Achso, halt du hast schon. Ja, deswegen ja. Man sieht's halt einfach. Ach so, mit. Vielleicht ist das alles, wird das alles größer dadurch. Kann sein. Schade. Also ich hätte mir echt große Brust gewünscht. Ja, also das würde richtig gut passen so. Große Nase, große Brüste. Wie die Nase einer Frau, so ihr Vorderbau. Ja, ich meine, ist sie nicht wunderschön? Ich finde sie wunderschön. Ich auch. So, Charaktereinstellung abschließen, jo. Jo, jetzt kommt das eigentliche Spiel. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Oh, ein Part ist schon durch.